Wir haben die nächste Pistole, die wir vorstellen möchten. Die sieht sehr handlich und kompakt aus. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, die ist auch fürs verdeckte Tragen geeignet, oder? Nein, oder vielleicht ja. Ich denke in Deutschland hier eher weniger, da es um eine 22er geht. Wir haben ja eine klassische Mauser. Kommt von Mauser, ja. Genau, Mauserpistole. Und ist angelehnt an die legendäre HSC von Mauser, heißt jetzt aber HSR, wegen dem Rimfire. Also der Randpatrone und basiert technisch ein bisschen zwischen der HSC und der SIG P232. Wir haben hier trotz des etwas klassischen Aussehens eine moderne Pistole. Wir haben hier eine Flügelsicherung an der Seite und wir haben eine Schlagbolzen- und eine Fallsicherung. Und wir haben einen Entspannhebel, also durchaus für die Fallenjagd geeignet. Wir haben ein 10-Schuss-Magazin mit der Waffe und wir haben hier vorne die Möglichkeit, über ein Gewinde auch einen Gewindeadapter aufzusetzen. Nun bin ich ja kein Experte, was das Pistolenschießen betrifft. Du hast gerade schon zwei Anwendungsszenarien skizziert. Einmal für die Jagd sehr interessant, aber auch für sportliche Schießen. Wo da? Ja, auch in den üblichen Kleinkaliberdisziplinen. Jetzt haben wir schon über viele Sachen gesprochen, aber wir haben noch nicht über den Preis gesprochen, Julius. Die Waffe sieht sehr wertig aus. Wo liegt der Preis? Genau, die Waffe ist in Deutschland hergestellt und liegt bei sehr leistbaren 350-Euro-Liste. Okay, über den Trigger haben wir jetzt auch noch nicht gesprochen. Ist der einstellbar? Nein, einstellbar ist der Trigger nicht, aber es ist ein Single-Action-Double-Action-Abzug. Ich halte es jetzt mal in meinen Händen und wir sehen hier auf der einen Seite, die Sicherung ist auf beiden Seiten, richtig? Genau, die Sicherung ist beidhändig bedienbar, der Entspannhebel nur auf der einen Seite. Okay. Und preismäßig, hattest du ja gerade schon gesagt, kostet auch nicht so sehr viel Geld. Genau. 350 Euro ist das, glaube ich, eine Pistole. Und für alle, die es gerne klassisch mögen, gibt es auch noch eine Holzgriffschale. Dann kostet die Waffe knapp 380 Euro. Okay, gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und diese Kurzwaffe von Mauser, die HSR, mal kurz vorgestellt hast. Ich gehe mal ganz stark davon aus, die wird bei uns auf der Plattform Alpha Hunters, Alpha Shooters auch nochmal vorgestellt werden. Mit Bildern und Text. Und wer sie sich angucken will, der schaut einfach bei euch auf die Internetseite. Oder ich kann sie ja auch wieder hier im Probeschießen. Genau, zum Probeschießen. Ja, einfach vorbeikommen in Rottendorf im Flagship-Store bei Franconia.